So, und in dieser Höhle versteckt er sich, der Weber der Träume. Und er hat ein liebes Haustier. So, wir haben einen Traumfänger. Da ist keine Chance gegen uns. Jawohl. Und hinein. Ja, und hier ist er und er webt fleißig. Und er spielt. Entschuldigung. Hallo? Tja, nicht sehr freundlich. Was willst du? Ich brauche deine Hilfe. Ich helfe keinem. Ich bin der Weber der Träume. Das ist alles. Geh weg. Tja, du wirst uns wohl helfen, oder? Deine Tanten, die Parzen, gaben mir diesen Gegenstand, damit du deine Albträume loswirst. Ich habe ein ungeheuer dringendes Geschäft mit dir zu besprechen. Du hast meinen Albtraum in diesem kleinen Ding gefangen. Vermutlich sollte ich einen zweiten zur Hand haben, aber ich webe fast nie mehr als einen zur Zeit. Albträume sind Einzelgänger, musst du wissen. Sie zerstören einander, sobald sie sich sehen. Traumweber, hör mir zu! Oberon und Titania sind verschwunden und Lady Mab wurde mit einem fürchterlichen Fluch geschlagen. Ich muss ihre Trauminsel erreichen, während ich wach bin und sie heilen, oder alles ist verloren! Meine wertvolle Schwester ist verschwunden? Du musst sofort zur Lady Mab gehen. Warte, ich will dir etwas geben. Wenn du auf diesem Zauberteppich reitest, kannst du in wachem Zustand durch die Träume reiten. Aber sei gewarnt, du wirst verwundbar sein. Beeil dich, Sterbliche, beeil dich! Tja, wir haben einen Traumteppich bekommen. So, den benutzen wir gleich mal. Und wieder zurück im Land der Träume. Und der Akron taucht wieder auf. Und wir haben das Gegenteil. Bekämpft euch, jawohl. Zwei sich streiten, freut sich der dritte. So. Und wieder hinunter. Zu Lady Mab. So, und hinein. Und da ist sie immer noch eingefroren wie eh und je. Aber wir haben ja unseren Kristall. Was? Wer bist du? Ich bin Valenice von Daventry, Lady Mab. Ich ersuche dringend um deine Hilfe. Malicia hat den Vulkan entfacht und Oberon und Titania sind nicht zu finden. Malicia, diese teuflische Kreatur verzauberte mich, damit sie uns alle vernichten kann. Aber damit kommt sie nicht durch. Du musst die Winde entfesseln, um den König und die Königin zu finden. Ich? Wer bin ich, um das zu tun? Du musst mit dem Wind Scirocco zusammenarbeiten und ihn auf den Berg der Winde reiten. König Levanta wird dir sicherlich helfen. Ich muss gehen, tapfere Valanice. Ich muss versuchen, den Ausbruch des Vulkans aufzuhalten.
Ich danke dir, dass du mich aus meinem Eisgefängnis befreit hast. Wenn wir alle das überleben, werde ich dir für den Rest deines Lebens nur süße Träume schicken. So, jawohl. Wir haben Lady Map befreit. Und fast hätte ich gedacht vorher, sie meint den Teppich, als sie meinte, wer bist du? Naja. So, wir müssen hier hinten hin. So, was ist das? Magisches Zahnzeug. So, ich werde mich hier dann gleich mal verabschieden, denn es folgt dann nur mehr eine Sequenz. Also, bis später dann. Ich hoffe, ihr seht dann in Kapitel 6 nochmal zu. Okay, und tschüss. Borasco, du großer Schläger! Was habe ich dir über das Fressen von Menschen gesagt? Was habe ich dir gesagt? Ah, Mama, ich hab doch bloß gespielt. Lüg mich nicht an, junger Mann. Was ist hier los? Sprich. Wer bist du? Ich bin Levanta, der König der Winde. Wer bist du, kleiner Wicht? Ich bin Valenys von Daventry. Majestät, wir müssen Oberon und Titania herbeirufen. Lady Malicia plant, einen Vulkan ausbrechen zu lassen, um Eldritch zu zerstören. Wind, komm herbei. Komm zu mir schnell. Fliegt, meine Freunde, fliegt und findet den Lord und die Lady von Etheria. Malicia hat den Vulkan entfacht? Bist du dir sicher? Sehen Sie selbst, mein Lord Oberon. Heilige Mutter Natur! Wir danken dir, Sterbliche. Du bist tapfer und mutig. Komm, mein Mann, wir müssen ungeschehen machen, was geschehen ist. Ich kann nur beten, dass wir es können. Meine Tochter! Was ist mit meiner Tochter?